Einen wunderschönen guten Tag, BitClub Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch, Netfunde. Das ist das Thema hier auf dem Channel. Hintergrund ist, viele Sachen, die der BitClub macht, macht er ja, wie ihr wisst, auf Englisch. Und ganz viele Leute haben teilweise Probleme, weil die Soundqualität nicht so ist. Die haben Probleme, weil vielleicht ein englischer Slang gesprochen wird oder weil einfach das Wirtschaftsenglisch nicht so ausgeprägt ist. Wir haben uns gedacht, dass wir Netzfunde bei YouTube, bei Facebook, sonst irgendwie suchen und wenn es interessante Sachen sind, einfach für euch zu übersetzen, sodass wenn ihr auf Deutsch, wenn Deutsch eure Muttersprache ist, dass ihr das ohne Probleme und ohne viel Langeweile auch mitbekommt, was so alles los ist. Wenn du schon im BitClub bist, dann schau dir mal ein, zwei Videos an. Heute kommt das allererste in diesem Channel. Und vielleicht magst du den Channel abonnieren, auf die Weise verpasst du nie etwas Aktuelles in deiner Landessprache. Wenn du noch nicht im BitClub bist und das hier verfolgst oder vielleicht auch den BitClub verfolgst und du dich dann irgendwann entscheidest, vielleicht mit uns im Team dabei zu sein, dann sprich am besten denjenigen an, der dir den BitClub gezeigt hat oder der dir diesen Blog oder diesen Channel gezeigt hat. Und dann wird er sicherlich dir zeigen, wie es funktioniert im BitClub. So, fangen wir auch gleich mal an. Und zwar habe ich gefunden eine Veranstaltung in Südkorea. Diese Veranstaltung hat im letzten Herbst stattgefunden, aber jetzt vor erst wenigen Monaten ist eine Kurzzusammenfassung mit der Ansprache von Russ zusammengeschnitten worden auf Englisch und ich denke mir einfach, das ist eine Sache, die euch vielleicht interessiert, weil das zeigt so ein bisschen, was auf uns zukommt und das zeigt vor allen Dingen auch, wie weit der BitClub in Asien und das Mining in Asien verbreitet ist. In diesem Raum waren etwa 3000 Menschen, die also den guten Russ dazugehört haben. Und ja, ich versuche das einfach mal eins zu eins für euch zu übersetzen. Ich setze mal den Kopfhörer auf, damit ich den guten Menschen auch richtig verstehe. Auf geht's! Ich habe Network Marketing ein kleines bisschen mehr als vor 20 Jahren kennengelernt. Und es hat komplett mein Leben verändert. Vor ein paar Jahren, als ich noch jünger war, ich bin jeden Morgen aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Bin jeden Tag zur Arbeit gefahren, habe hart gearbeitet, hatte Feierabend, bin nach Hause gefahren. Und ich wusste, es muss einen besseren Weg geben. Und irgendwie hatte ich Glück und habe Network Marketing gefunden. Und das mache ich jetzt für über 20 Jahre. Und ich hatte viele Erfolge, aber auch viele Misserfolge. Und circa vor 3,5 Jahren, fast 4 Jahren, habe ich zum ersten Mal vom Bitcoin gehört. Ich liebe die Idee von Bitcoin. Und ich habe 3 Tage darüber nachgedacht und habe mich schlau gemacht und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, das könnte die Welt verändern. And then when I figured out that the really special thing
about Bitcoin is that it's Und nachdem ich herausgefunden habe, dass es das wirklich Spezielle am Bitcoin ist, dass es ein distributed, ein unabhängiges Netzwerk ist, dezentrales Netzwerk. It's a distributed network, and that every 10 minutes new Bitcoin was being created. Und dass alle 10 Minuten neue Bitcoins hergestellt werden. Going to people that were helping support the network. Und diese Bitcoins gehen zu Leuten, die helfen, das Bitcoin-Netz zu supporten. Also sprich uns Minern. I was trying to figure out how to make money with Bitcoin, but Und ich war am Überlegen, wie kann ich mit dieser Thematik nun Geld verdienen? I was not a big investor and ich war kein großer Investor. I was not a programmer. Und ich war auch kein Programmierer. So, Und hinter der Idee, warum nicht, warum wir nicht ein paar von uns haben, die jeder ein kleines bisschen investiert, investieren, und fangen dann an, Bitcoin für uns selbst zu minen. So, I started calling some of my friends, like Joe and James and different people like that. Ich habe dann angefangen, ein paar meiner Freunde anzurufen, wie Joe und James und unterschiedliche Leute wie diese. And I told them what I had figured out about Bitcoin. Und ich habe denen erzählt, was ich rausbekommen habe in Sachen Bitcoin. And I told them what got me excited about Bitcoin. Und ich habe ihnen erzählt, was mich so aufgeregt und excited gemacht hat in Sachen Bitcoin. And I told them the idea of us like bringing in money and buying computer equipment and mining Bitcoin. Und ich habe die Idee erklärt, dass wir Geld einlegen, Mining Equipment kaufen und damit Bitcoins minen. And then just sharing the Bitcoin that we mine with all the members. Und dann teilen wir die Bitcoins, die wir minen, auf alle beteiligten Members auf. Basically everybody that I talked to told me they thought I was a little bit crazy. So ziemlich jeder, dem ich das erzählt habe, der sagte, ja, das ist schon ein bisschen verrückt. But they also said, this sounds like it's just crazy enough to work. Aber sie haben auch gesagt, das hört sich genau verrückt genug an, so dass es funktionieren könnte. The good news is that my friends are really great network marketers. Die gute Nachricht ist, dass meine Freunde wirklich gute Network Marketing Leute sind. So we got the club started and we just started talking to a few, we talked to a few, we talked to a few. Wir haben den Club dann gestartet und haben zu ein paar gesprochen und zu ein paar gesprochen und zu ein paar gesprochen. And now we have this. Und jetzt haben wir das hier. I'm going to show you guys some stuff here online in just a few minutes, not yet, but everybody. Ich zeige euch gleich ein paar interessante Sachen online, aber jetzt noch nicht. That's here is basically a friend of a friend of a friend of mine. Interessant ist, dass quasi jeder in diesem Raum, und es waren einige tausend dort, sagt er, ist im Grunde nach ein Freund von einem Freund von einem Freund von einem Freund von mir. And what's so fun is that I remember meeting quite a few of you 3 years ago. Und was interessant ist, ich erinnere mich, dass ich ein paar von euch kennengelernt habe vor circa 3 Jahren. The people that heard about my club network 3 years ago and took it serious. Die Leute, die von BitClub Network vor etwa drei Jahren gehört haben und die es ernst genommen haben. Basically all of them are rich now. Im Grunde sind alle diese Leute jetzt reich. Almost all of the monster builders and mega monster builders have more money.
could ever spend the rest of their lives. Alle Monsterbilder und Megamonsterbilder haben mehr Geld und verdienen mehr Geld, als sie ausgeben können, quasi den Rest ihres Lebens. Yes. And I feel good and bad. Und das fühlt sich für mich gut und schlecht an. Dass da Leute sind, die hiervon vor 3 Jahren gehört haben, die es aber nicht ernst genommen haben. Und einige von diesen oder viele von diesen Leuten wachen jetzt auf und nehmen BitClub Network für ernst und beginnen. There are people, as you guys know, signing up every day. Wie ihr wisst, sind da Leute, die sich anmelden Tag für Tag für Tag. Some of them will take it serious. Einige von denen werden es ernst nehmen. Some of them will not. Einige auch nicht. There are people in this room that started about 1 year ago. Hier sind Leute in diesem Raum, die haben vor circa einem Jahr begonnen. And have already made millions of dollars. Und haben bis jetzt schon Millionen verdient. If you are brand new, please do not wait 3 years to... Wenn du brandneu bist, bitte warte nicht 3 Jahre, um das hier ernst zu nehmen. Take this serious. Got it. Alright, so I want to cover a few things for everybody. Ich will ein paar Sachen hier für jeden mal vorstellen oder zeigen. Ich möchte euch ein bisschen was über die Mining Parts benennen oder erzählen, die wir bis jetzt schon gekauft haben. And also, I have CoinPay on the laptop. Und ich habe auch so CoinPay auf meinem Laptop. Und ich wollte euch das auch zeigen in ein paar Minuten. Und ich habe die CoinPay App auch auf meinem Handy. Und das zeige ich euch auch. Alright, so first thing, we have 160 petahash coming online right now. Wir haben 160 petahash, die gerade jetzt online kommen. In 3 or 4 weeks from now we'll have another 200 petahash coming. In 3 oder 4 Wochen werden weitere 200 petahash kommen. Online. End of January we will have 240 petahash coming online. Ende 240, Ende Januar, wir haben 240 petahash zusätzlich online. The end of February another 240 petahash coming online. Ende Februar weitere 240 petahash, die online kommen sollen. So if you guys watch the chart on blockchain.info to see. Und wenn ihr auf blockchain.info mal den Chart schaut und seht, wie viel Prozente wer in welchem Monat hat, like how big a percentage we are, over the next few months you're going to see that go bigger, bigger, bigger. Über die nächsten Monate, man wird sehen, dass es größer und größer und größer wird. Then also for GPUs. Und auch die GPUs. We have purchased a lot of GPU mining power. Wir haben ganz viel GPU Mining Power gekauft. We're waiting for the last batch to come online over the next few weeks. Wir warten, dass das nächste Batch online kommt über die nächsten paar Wochen. At that point we will have almost 11 terahash running. Zu diesem Zeitpunkt werden wir fast 11 Terahash am Laufen haben. To give you an idea, that's about $200 million worth of GPUs. Damit ihr eine Vorstellung habt, über was wir sprechen, das sind ungefähr 200 Millionen US-Dollar wert an GPU. And we have a facility now in China. Wir haben
eine Räumlichkeit im Netzwerk-Rechenzentrum in China. 13 buildings that are each three stories tall. Es sind 13 Gebäude, die jede drei Stockwerke hat. Over the next couple of months we'll get some new videos of that facility. Über die nächsten Monate präsentieren wir euch ein paar Videos von diesem Rechenzentrum. We've also already broken ground and we're signing contracts with a very awesome facility for all of the power that's coming online for January and February. Wir haben weitere Arrangements und auch einen Dienstleister mit einer Facility, die sehr groß ist, die wir auch benötigen für all die Power, die im Januar und Februar kommen wird. Yeah, so. And that is a 200 megawatt facility. Und das ist eine 200 Megawatt Anlage. So that facility will hold between, I think it's right at about 1400 petahash. Dieses Rechenzentrum ist dann in der Lage, 1400 petahash zu hosten, zu betreiben. Our biggest problem right now is finding facilities big enough to hold our equipment. Im Moment das größte Problem ist, Rechenzentren zu finden, die groß genug ist, wo all unsere Rechner reinpassen. And finding enough power to run all of this equipment. Und vor allen Dingen die Stromanschlüsse zu bekommen, um dieses ganze Equipment zu betreiben. You are hey, Sam, getting way too good at what you do and teaching people about right. Club Network. Ihr alle seid viel zu gut in dem, was ihr tut und den Leuten über Bitcoin Network erzählt. Alright, so I want to show a few things to everybody. Can we turn on? So this is blockchain.info. So das ist blockchain.info. So since we've started BitClub Network, we've mined a lot of Bitcoin. Seitdem BitClub Network gestartet ist, wir haben eine Menge Bitcoin gemined. So here's some blocks that we have mined. And as you guys know, we cannot fake this stuff. Und wie ihr wisst, das hier ist unabhängig, das kann man nicht faken. Blockchain Info ist die offizielle Webseite der Blockchain. There's a lot of scams out there, they're always trying to fake people out. Da sind eine Menge Betrüger draußen, die versuchen, die Leute zu betrügen. I love Bitcoin because this is just completely transparent. Ich liebe Bitcoin, weil das ist einfach total transparent. So, this is our mining wallet. Das ist unser Mining Wallet. And we have mined 64,000 Bitcoin through BitClub Network. Bis jetzt haben wir gemeint 64,000 Bitcoins für BitClub Network. That is $700 million that we've mined that's been paid out to our members. Das sind 700 Millionen Dollar, die gemeint worden sind und die ausgezahlt wurden an die Member. Also, you guys know we started Clubcoin, right? Auch ihr wisst ja, dass wir Clubcoin gestartet haben, richtig? And if you remember, we did not sell Clubcoin, we gave it away for free. Und wie ihr euch vielleicht erinnert, wir haben Clubcoin nie verkauft, wir haben ihn verschenkt. Right now, Tony, that's $568 million. Und jetzt ist die Marketkapitalisierung, sprich der Wert aller Clubcoins, bei 568 Millionen US-Dollar. That's almost $1.3 billion. Das sind zusammen Bitcoin Earnings und Ausschüttung und Clubcoin fast 1,3 Milliarden US-Dollar, die ausgezahlt worden sind an BitClub Network Member. That's been paid out to BitClub Network members.
That's only mining and Clump Coin. That's not even the commissions. Und das ist nur das Mining und der Club Coin. Das ist nicht die Provision. So, what's up, Mike? What's really amazing that is always amazing to me. Was ist wirklich wahnsinnig und auch absolut wahnsinnig für mich ist, is that we have not brought in a billion dollars. Dass wir nicht eine Milliarde Dollar investiert haben. But we have paid out more than a billion dollars. Aber wir haben ausgezahlt mehr wie eine Milliarde US-Dollar. I'm pretty sure that's never happened in the history of network marketing. Ich bin ziemlich sicher, dass es das noch nicht gegeben hat in der Historie von Network Marketing. The good news for all of you that are brand new. Die gute Nachricht für alle von euch, die ganz neu sind. We're actually just getting started. Wir haben eigentlich jetzt erst angefangen. So far we've just been a little mining operation. Bis jetzt sind wir eine kleine Mining Operation. Phase 2. Phase 2. Company. We become Visa. Wir werden Visa sein. Also er vergleicht hier Visa den Kreditkartenbetreiber. Eine Milliarde ist nicht gut. Zur Info vielleicht, die amerikanische Billion ist unsere deutsche Milliarde. Hat nichts mit unserer Billion zu tun. Nur so als Info. Eine Milliarde ist nicht gut. We want 100 billion. Wir wollen 100 Milliarden. Let's go! Alright, so this is CoinPay. Okay, also hier das ist CoinPay. And the CoinPay app is there we go. Und die CoinPay App ist auf dem Handy. So here's CoinPay. Yeah, CoinPay. So we got invoices. So, wir haben hier Rechnungen. A wallet. Wir haben ein Wallet. Transaktionen. If you want to send money out. Wenn du Geld raussenden möchtest, dann hast du einen QR-Code, den du scannen kannst. Auf dieser App kannst du Rechnungen generieren on the fly, also in Echtzeit. Wenn jemand ein Restaurant betreibt, zum Beispiel, they could set up an invoice for whatever the bill is, and it will make an invoice and a QR code on the spot. Wenn jemand ein Restaurant betreibt, zum Beispiel, der kann eintippen den Betrag, der bezahlt werden muss, und die App generiert sofort einen Invoice, eine Rechnung, den QR-Code, den man scannen kann, und fertig. Der Kunde kann sofort bezahlen. So, in here, there's a lot of different things that can be done. Hier im Menü sind eine Menge verschiedene Sachen, die von hier aus gemacht werden können. Also, they can see all the invoices that have been created, or they can even... Man hat auch die History, man kann alle Invoices sehen, die schon kreiert worden sind. Create a new invoice on the fly. Oder man erstellt halt einen neuen Invoice instantly, also on the fly. Now there's a lot of different types of businesses. Da sind eine Menge verschiedene Art und Weise von Geschäften. A business like a restaurant or ein Business wie ein Restaurant oder ein Taxi Companies. A taxi company, they don't know what that amount is going to be. Die wissen vorher nicht, wie hoch wird denn die Rechnung sein, die der Kunde zu bezahlen hat. Bis sie halt fertig gegessen haben oder die Taxifahrt zu Ende ist. But some companies, like a store, might have stock and they know. Aber einige Companies, wie ein Geschäft zum Beispiel, die haben einen Warenbestand. But all
different items that they sell are and how much each one costs. Und die haben halt verschiedene Produkte und die wissen vorher, wie viel sie davon haben und wie viel das einzelne dann kostet. And a lot of the, basically all those businesses online have a shopping cart where you pick what items you want to buy. Yes. Und viele Online-Stores haben beispielsweise einen Einkaufswagen, wo man quasi alles reinlegt, was man kaufen will. Und am Ende zeigt dieser Einkaufswagen dann, wie hoch ist denn die Rechnung. Und du kannst zahlen mit Visa oder Mastercard. Das hier hat die gleichen Möglichkeiten. And most companies have web designers and programmers that work for them. Und die meisten Companies haben Webdesigner oder Programmierer, die für sie arbeiten. Die ganzen Online-Verkäufe quasi erstellen, programmieren, herstellen die Möglichkeiten. All of these different platforms, like the businesses selling products. Alle diese verschiedenen Handelsplattformen wie Store Shopware oder dergleichen. And the merchant platforms, they all have to have their computers talk to each other. Und alle diese verschiedenen Softwaren, die Einkaufssoftwaren, müssen am Ende miteinander sprechen. Kurz zur Erklärung, wenn irgendwo in einem Shop du deine Kreditkarte etc. einträgst und willst dann bezahlen, dann muss diese Shop-Software, egal wer auch immer sie geschrieben hat, quasi im herkömmlichen Sinn mit Master oder Visa sprechen, um zu verifizieren, ja, die Zahlung ist gut und ja, es ist passiert und oder nein, es ist abgelehnt oder wie auch immer. Das nur so am Rand als Info. Those connections are called API. Und diese Connection, die diese Interkommunikation ermöglichen, die heißen API. So we also have a whole set of APIs. Das heißt, sie haben auch ein ganzes Set von verschiedenen APIs. And on here you can see there's a long list of different things that can be done. Und wie man links sehen kann, da ist eine lange, lange Liste von verschiedensten Sachen, die mit diesen APIs gemacht werden können. Ich kann nicht lesen, was da steht, das ist zu klein. Ich gehe davon aus, dass das Shop-Softwaren sind, die im Markt irgendwie schon aktiv sind und auch bekannt sind, etabliert sind, die derzeit halt mit Lastschrift in Deutschland international mit Visa oder Euro gemacht werden und diese APIs halt eben von der CoinPay API und Schnittstelle Software unterstützt werden, so dass man quasi dann in bekannten Shop-Softwaren mit CoinPay bezahlen kann, wenn der Betreiber es einbindet. And these are all the instructions that programmers will use to get CoinPay. Jetzt haben wir die Bestätigung für meine Vermutung von gerade. Das sind alles die Instructions, die Schnittstellenbeschreibung für die APIs, was die Programmer brauchen werden, um in bestehende Shop-Softwaren CoinPay zu implementieren. To work with any website and everything linked together. Jetzt sag das nochmal, damit es mit jeder Webseite und jedem System zusammenarbeiten kann. So in here, there's many, many, many different instructions. Hier drin sind ganz, 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 ganz viele Instructions. And so programmers would go in here and look to see what they want to get done. Und Programmierer werden hier reingehen und werden sehen, was sie zu tun haben. And then, so they would copy the code that they would need to embed into their website. Und dann können sie hier den Code kopieren und in deren eigene Webseite implementieren. And so all of this is set up. Alles das ist fertiggestellt. To make it where our system can talk with any system out there.
sodass unser System sprechen kann mit jedem System, was da draußen schon am Markt ist. I know this looks very complicated. Ich weiß, das sieht sehr kompliziert aus. If you were selling merchant accounts for Visa, wenn du Merchant Accounts für Visa verkaufen würdest, you would not have to learn this type of stuff. Du musst diese Art von technischem Hintergrund nicht lernen. We already have a business that has been using PointPay for a few weeks now. Wir haben schon ein Business im Markt, was CoinPay jetzt für ein paar Wochen aktuell benutzt. And they've done hundreds of invoices for hundreds of thousands of dollars. Und die haben hunderte von Invoices kreiert für Hunderttausende auf Dollar Umsatz. No issues. Ohne Probleme oder Fehler. So we have a team that's working like just non-stop on this. Wir haben ein Team, das ist quasi non-stop hier dran am Arbeiten. Making this easier and easier and easier for everybody to use. Um es leichter und leichter für jeden Benutzer zu machen. So we have been talking about this for like the last 2 years. Wir haben hierüber gesprochen ungefähr die letzten 2 Jahre. And it is finally ready. Und es ist endlich fertig. So right now we have teams translating the entire thing into Korean, Japanese and actually multiple different languages. Jetzt im Moment haben wir ein Team daran sitzen, was dieses ganze CoinPay-System übersetzt in verschiedenste weltweite Sprachen. And we're also working on all of the materials so that you can go to a business and have them watch a simple video. Und wir arbeiten auch am Promotion-Material, so dass wenn du zu irgendeinem Geschäft gehst und möchtest CoinPay vorstellen, dass du denen einfach nur ein Video zeigst. That will explain to them what Bitcoin and cryptocurrencies are. Das Video soll erzählen, was Bitcoin und Cryptocurrencies sind. Also a video that will explain everything about CoinPay and how. Und auch ein Video, was alles über CoinPay erklärt und wie das ihrem Business helfen kann. Then also the advertising platform, so that anybody that you sign up on CoinPay can advertise to all the members of BitClub Network to bring them new business. Und auch die Marketingplattform ist in Bearbeitung, die am Ende jedem, der in Network Marketing im BitClub aktiv ist, die Möglichkeit mit CoinPay bringt und damit auch neues Business ins Geschäft bringt für ihn. And that's where ClubCoin will come in, because if they want to advertise to us, they have to give us a little discount if we pay with ClubCoin. Okay, das habe ich echt nicht verstanden. Den Zusammenhang. Ich gebe ein paar Sekunden zurück, dann versuchen wir das nochmal. An der Stelle kommt ClubCoin ins Spiel. Because if they want to advertise to us, weil wenn die Werbung für uns schalten oder bei uns schalten, das kann ich nicht nachvollziehen. They have to give us a little discount if we pay with ClubCoin. Sie müssen uns einen kleinen Discount, einen kleinen Rabatt geben, wenn wir mit ClubCoin bezahlen. Ich lasse das so im Raum stehen, ich kann damit gerade nichts anfangen, tut mir leid. And I know some of you sold your ClubCoin. Ich weiß, ein paar von euch haben ihre ClubCoins verkauft. And some of you bought a lot of ClubCoin. Und einige von euch haben eine Menge ClubCoins gekauft. Ihr habt vielleicht gesehen, ClubCoins ist in den letzten Monaten ziemlich gestiegen. I think that is just getting started.
Und ich glaube, das ist nur der Anfang. Through this platform, we are going to create huge demand for Clubcoin, which is going to make that worth a lot of money. Diese neue Plattform CoinPay wird eine enge Verbindung zu Clubcoin haben, sodass da eine Menge Geld im Clubcoin auch zu verdienen ist. Okay, so I could literally talk about this for hours and hours and hours, but we do not have time today. Ich könnte über dieses Thema Stunden über Stunden sprechen, aber wir haben diese Zeit heute dafür nicht. But the whole platform is working. It's up and running right now. Aber die Plattform ist up and running und ist online. And then we'll also be coming out with the compensation plan for CoinPay. Und es wird einen neuen Marketingplan geben für CoinPay. And what's really, really awesome about this, und was wirklich, wirklich super ist, is that most of us are sitting here because we can see the future. Dass die meisten von uns hier sitzen, weil wir die Zukunft sehen können. 30 years ago, nobody accepted Visa and Mastercard. Vor 30 Jahren, keiner hatte Visa oder Mastercard akzeptiert. And now basically every business in the world accepts Visa and Mastercard. Und jetzt akzeptiert so ziemlich jedes Unternehmen weltweit Visa und Mastercard. 25 years ago, almost nobody in this room was using the internet. Vor 25 Jahren, so ziemlich kaum einer in diesem Raum hat das Internet benutzt. And today, every single one of us use the internet every day. Und heutzutage, jeder einzelne von uns braucht das Internet jeden Tag. Now we know we can buy just about anything we want with Bitcoin right now. Wir wissen, dass wir auch jetzt schon in der Lage sind, so ziemlich alles, was wir möchten, mit Bitcoin zu kaufen. But it's not accepted everywhere yet. Aber es ist nicht jeder akzeptiert Bitcoins, nicht jeder Store jetzt. You cannot go into any store and buy a phone with Bitcoin yet. Du kannst nicht in irgendein Geschäft gehen und ein Telefon mit Bitcoins kaufen. But you can search online and find the phone to pay with Bitcoin. Aber du kannst online suchen und wirst einen Store finden, wo du mit Bitcoins dein Telefon kaufen kannst. If Bitcoin was accepted everywhere right now, we would have no opportunity. Wenn Bitcoins jetzt schon so weit wäre, dass er überall akzeptiert werden würde, es gäbe keine andere Möglichkeit. Oder wir hätten keine Geschäftsmöglichkeit. But right now, it's less than 1% of businesses will accept Bitcoin or cryptocurrencies. Aber aktuell ist es so, dass weniger als 1% aller Business Bitcoins oder Cryptocurrencies akzeptieren. Aber wir können die Zukunft sehen über die nächsten 5 bis 6, 7 Jahre. Jeder wird Bitcoins und Cryptocurrencies akzeptieren. All of these businesses have to have a platform to accept Bitcoin and other cryptocurrencies. Jede dieser Geschäfte müssen eine Plattform haben, um Bitcoins oder andere Cryptocurrencies zu akzeptieren. Now there's other platforms out there that are similar to CoinPay. Da sind andere Plattformen im Markt, die sind relativ similär, also sind ungefähr genau wie CoinPay. But none of those platforms have. Aber keine einzige dieser Plattformen hat an army to go out and sign up businesses for that platform. Aber keine dieser Plattformen da draußen hat eine Armee von Verkäufern, die rausgehen und diese neue Plattform in die Welt raustragen, so wie BitClub Network, das ist damit gemeint. Yeah. BitClub Network becomes the next Visa or Mastercard. Ich sehe
Das BitClub Network wird den Status einer Visa oder Mastercard in einigen Jahren haben. All right, I got a question. Someone needs to know again. Who in here is part owner of CoinPay? Ich habe eine Frage. Wer hier im Raum ist Anteilseigner von CoinPay? Every single person in this room is part owner of CoinPay. Jeder Einzelne in diesem Raum ist ein Anteilseigner von CoinPay. So every single one of you could be part owner of the next Visa. Imagine that for a second. So dass jeder Einzelne von euch der nächste Teilhaber einer Visa- oder Mastercard-Operation sein kann. Stellt euch das einfach mal für eine Sekunde vor. We also have a couple other surprises that I can't really talk about yet. Wir haben auch noch ein paar weitere Überraschungen, wo ich aktuell noch nicht drüber sprechen kann. I've worked for myself for over 20 years with no job. Ich habe für mich selbst gearbeitet. An der Stelle scheint gerade wohl ein Sprung gekommen sein. Oder sind wir noch bei CoinPay? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal 1:1 weiter. Ich habe über 20 Jahre für mich selbst gearbeitet, ohne Angestelltenverhältnis. I've had good times and bad times, but ich habe gute und schlechte Zeiten gehabt. I've always been free. Aber ich war immer frei. I wake up when I want, go to bed when I want. Ich bin aufgestanden, wann ich will. Ich bin ins Bett gegangen, wann ich will. And I have a lot of friends that make a lot of money and a lot. Und ich habe eine Menge Freunde, die auch eine Menge Geld verdient haben. Other network marketing companies. In vielen anderen Network Marketing Companies. But so far I have not found one legitimate. Aber bis jetzt habe ich noch keine Legitimation gefunden. Network Marketing Company involved with cryptocurrency, except BitClub Network. Wir würden dazu sagen, er hat noch keine legitimierte, nachgewiesene andere Network Company gefunden, die im Bereich Cryptocurrency aktiv ist, außer BitClub Network. Ich erwähne das hier, weil ich hasse es, ständig zu hören, dass Leute Geld verlieren all the time. Also ständig abgezockt werden. Scams. Scam이라는 always have a really good story. Betrüger haben immer eine sehr, sehr gute Story, eine gute Geschichte. If they did not have a good story, no one would give them money. Wenn die keine gute Story, keine gute Geschichte hätten, würde ja auch keiner ihnen Geld geben. In BitClub Network, we don't tell any stories. Im BitClub Network, wir erzählen keine Geschichten. We show facts, like how much Bitcoin we mine. Wir zeigen die Fakten, wie zum Beispiel, wie viel Bitcoins wir gemeint haben. So, if somebody comes to you and says, hey, this MLM trading company, they're trading Bitcoins and other cryptocurrencies. Hey, und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, diese eine Multilevel Marketing Trading Company, die traden Bitcoins gegen andere Virtual Currencies und wir können eine Menge Geld verdienen. They are liars. Diese Menschen lügen. If somebody tells you that they're involved with an MLM. Wenn jemand dir erzählt, er ist involviert in einen MLM, Mining Company that's better than BitClub, in einer MLM Mining Company, die besser ist wie BitClub, tell them, great, show me the proof and evidence of the Bitcoin that you're mining. Sag ihm, super, zeig mir die Proof of, also den Nachweis darüber, wie viel Bitcoins du gemeint hast, sprich, oder die Company gemeint hat, muss ja in der Blockchain stehen.
And then they'll start giving you all the excuses on why they can't show you anything. Und dann starten sie und geben dir all die Entschuldigungen, warum sie denn jetzt nicht zeigen können, was du sehen willst. Also sprich, die finden jetzt irgendwelche Ausreden, um ihre Ergebnisse nicht zeigen zu müssen. We are all learning. Wir alle lernen, what Bitcoin is and what other cryptocurrencies are. Was Bitcoin ist und was andere Cryptocurrencies sind. You can't scam an educated person. Du kannst keine gebildete Person betrügen. Since we started BitClub Network, seit wir BitClub Network gestartet haben, I tell everybody, stop selling. Ich sag jedem, stopp das Verkaufen. Educate people. Bilde Leute aus, mach sie gebildet. Informiere die Menschen. If somebody sells you, like if you sell somebody, they're just gonna give you money one time. Wenn du irgendjemand etwas verkaufst, ergibt er nur einmal Geld. If you educate people about what we're doing, wenn du Leute darüber informierst und ausbildest, was wir machen and what Bitcoin is, und was Bitcoin ist, you will change their entire mentality. Damit änderst du seine komplette Mentalität, seine Denke. 3 years ago, when we started BitClub Network, vor 3 Jahren, als wir BitClub Network gestartet haben, we were a small group of people, wir waren eine kleine Gruppe von Leuten, that saw the vision of what Bitcoin could be. Wir haben die Vision gesehen, was Bitcoin mal sein kann. And what BitClub Network could be. Und was BitClub Network sein kann. Almost all of us. So ziemlich jeder von uns. When I say all of us, I mean a lot of people that are in this room today. Wenn ich alle von uns sage, dann meine ich auch ganz viele Leute, die in diesem Raum hier heute sind. Most of us had no money at all. Die meisten von uns hatten kein Geld. We just had a vision of what we thought could be. Wir hatten nur eine Vision, was es denn sein kann. When I think back to 3 years ago, wenn ich 3 Jahre zurückdenke, every single person that I've known in here for 3 years, jede einzelne Person, die ich nun hier im Raum 3 Jahre kenne, and took this serious for 3 years, und haben das hier ernst genommen vor 3 Jahren, every single one of those people are millionaires today. Jede einzelne dieser Leute sind heute Millionäre. Most of them are multi-millionaires. Die meisten von denen sind Multimillionäre. Some of them are even worth 20 and 30 million dollars. Einige von ihnen haben sogar 20 und 30 Millionen Dollar verdient. We've created hundreds of millionaires in the club. Wir haben hunderte von Millionären im BitClub created. Also durch BitClub wurden hunderte Leute Millionäre. The goal is 10,000 millionaires. Das Ziel sind 10.000 Millionäre. What's up, Thomas? Where's Annie? In 3 years from now, in 3 Jahren von jetzt an, if you are not a millionaire, wenn du dann noch kein Millionär bist, that will be your fault. Das ist deine eigene Schuld. You have the opportunity right now, du hast die Möglichkeit, genau jetzt, that can make you a millionaire in the next 3 years. In den nächsten 3 Jahren ein Millionär zu werden. There's nothing else like this. Da ist nichts anderes. Please, please take it serious. Bitte, bitte, nimm es ernst. Okay, so, how much more time I got? 5 minutes?
Okay, wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten? 10 Minuten? Man achte mal im Hintergrund auf diese Menschenmassen. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin schon gesehen habt. How do I say this? Okay, wie mache ich weiter? Wie sage ich das? We're growing way too fast. Wir wachsen viel zu schnell. Remember a few months ago we were having to limit every hour how many sales we could allow? Könnt ihr euch erinnern, vor einigen Monaten hatten wir ein Limit, jede Stunde, wie viel Verkäufe wir erlauben konnten? In January we might have to do the same thing again. In Januar vielleicht müssen wir das Ganze wieder so machen. And we cannot buy enough Bitcoin mining equipment fast enough. Denn wir können nicht genug Mining Equipment schnell genug kaufen. GPU Mining Equipment we can buy plenty, no problem. GPU Mining Equipment kann man bekommen im Markt, kein Problem. Okay, so another thing that we just did is we just opened up a programming office, a development office in Europe. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, ist, wir haben in Europa ein Programmierhaus geöffnet. In Europa. It's really hard to manage programmers that are all over the world. Es ist wirklich schwer, Programmierer zu managen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. So now we just opened this office, we're hiring a bunch of people that will all be working in one place. Wir haben jetzt das Büro eröffnet und eine Menge Leute eingestellt, die jetzt alle in einem Büro, in einem Platz arbeiten. So we can really grow that team. So dass das Team erweitert werden kann. So that office is not a BitClub Network office. Das ist kein BitClub Network Office. It's a software development office that will have contracts with BitClub Network for development. Es ist ein Software-Erstellungshaus, Office, was Verträge hat mit BitClub und daher für BitClub arbeitet. CoinPay. Und natürlich CoinPay. All the other MLM cryptocurrency companies. Alle die anderen MLM und Cryptocurrencies Companies. They're all closing or looking for an escape route 1 year or 1.5 years after. Die schließen und sehen zu, wie sie irgendwie wieder rauskommen nach 1 oder 1,5 Jahre, nachdem sie gestartet sind. They start. And we've been going now for more than 3 years and we're just now opening offices. Und wir sind online oder wir sind aktiv seit gut 3 Jahren und wir starten jetzt und öffnen Büros. So that's why I said this really is still the beginning. Das ist der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, das hier ist erst der Anfang. And when we got started with BitClub, the price of Bitcoin was going down and went down from over $1,000 down to about $200. Als wir mit BitClub Network gestartet haben, der Preis von einem Bitcoin ging runter von über $1,000 auf unter $200. And we always talked about this dream that someday Bitcoin would be $10,000. Und wir hatten alle diesen Traum und sprachen darüber, eines Tages wird der Bitcoin $10,000 wert sein. And don't sell your Bitcoin. Someday it's gonna be $10,000. Verkauf keinen deiner Bitcoins, eines Tages wird er $10,000 wert sein. A lot of you don't realize when Bitcoin was $200. Viele von euch haben nicht realisiert, als Bitcoin $200 wert war. One binary cycle was one Bitcoin. Ein Binary Cycle war ein Bitcoin. There were people that were making 100 or 150 or 200 Bitcoin a month. Da waren Leute, die haben 100, 150, 200 Bitcoins im Monat gemacht. And a lot of those people did not sell their Bitcoin. Und viele von denen haben ihre Bitcoins nicht verkauft.
Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Bitcoin is going to be $100,000. Bitcoin wird auch $100,000 schaffen. Yes. Yes. It's also going to be $500,000. Es kann auch 500.000 sein. And you all know we're involved also with Ethereum and Ethereum Classic and Zcash. Und wie du weißt, wir sind ja auch involviert in Ethereum, Ethereum Classic und Zcash. All of those have huge potential also. Jeder einzelne von denen hat ein großes Potenzial. And a lot of you also now know about Bitcoin Cash and Bitcoin Gold. Und viele von euch werden auch Bescheid wissen über Bitcoin Cash und Bitcoin Gold. So we see some huge opportunities there. Da sind also viele, viele Möglichkeiten, die wir sehen. Might be doing some really cool things in the very near future. Und vielleicht machen wir ein paar wirklich coole Sachen in der wirklich nahen Zukunft. Yes. Yes. Last year we did a really big event like this. Letztes Jahr haben wir einen großen Event wie diesen hier gemacht. I was gone for one entire year. Und ich war für ein Jahr weg, nicht hier. I come back and this is crazy amazing. Und ich komme zurück und das hier ist crazy amazing, total verrückt. I'm scared next year what this is going to be like here. Ich habe Angst davor, was das hier im nächsten Jahr dann sein wird. Yeah, you guys, I don't know if we want to get a big stadium. Ich weiß nicht, ob wir ein dickes Stadion haben möchten. 25,000 people in it. Wie wir dann 25,000 Leute reinbekommen sollen. We might have to. Wir werden vielleicht müssen. Yes. All right, everybody. Look, I really appreciate you guys coming here and seeing me today. Ich bin wirklich dankbar und finde es total toll, dass ihr heute gekommen seid und mich gesehen und mir zugehört habt. Next year we're gonna do a really big event. Nächstes Jahr werden wir einen wirklich großen Event machen. And I love you guys. You're absolutely the most amazing people in the world. Ich liebe euch alle und ihr seid die wirklich besten Leute von der Welt. So, an der Stelle klicke ich mich mal aus. Das war's also jetzt die erste Übersetzung aus dem Bereich Netzfunken von Englisch ins Deutsche übersetzt in Bereich BitClub. Ich habe das nächste, was kommen wird, und zwar gab es in der letzten Woche eine Ansprache oder ein Webinar, wo Russ zu den aktuellen Sachen etwas sagt, und das wollte ich auch noch übersetzen. Das dauert allerdings 2 Stunden und ich wollte jetzt erstmal testen, wie das hier so funktioniert. Also, der bis jetzt durchgehalten hat, recht herzlichen Dank dafür und bitte, ich freue mich natürlich über ein Like, weil das ist der Applaus des Online-Künstlers. Und ich freue mich vor allen Dingen über ein Abo und wenn ihr abonniert, macht auch gleich ein Häkchen an die Glocke, sodass ihr Info kriegt, wenn was Neues hochgeladen wird. Und wir versuchen das jetzt regelmäßig zu machen. Ich versuche das regelmäßig zu machen und ich freue mich über jegliches Feedback. Dann, wenn du noch nicht im BitClub bist und dich für das Thema interessierst, wende dich einfach an den, der dir den BitClub vorgestellt hat oder der dir diesen Channel genannt hat. Wenn du im BitClub aktiv bist im Bereich Vertrieb, sprich wenn du wirklich Spaß daran hast, Leute, wie hat Russ vorhin gesagt, Leute zu informieren und zu bilden, was wir hier machen, dann sorg dafür, dass vielleicht die Leute, die du schon in deinem Team hast, auch diesen Channel abonnieren, damit sie immer alle neuesten Informationen aus englischer Sprache
damit sie die dann auch haben. Gut, das war mein allererstes YouTube-Video. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.